Bei meinem neuen Projekt im Außenbereich habe ich zwei Produkte von TESA eingesetzt. Einmal das 4440 Präzisionsgrip Außen UV und einmal den 4411 Folienmasker UV Präzision. Das Fenster klebe ich hier mit einem Handabroller für Papier und dem 4440 ab, genauso die Dachuntersicht. Dann kann es ans Sprühen des Materials gehen. Und beim Abziehen sehen wir einfach eine scharfe Farbkante und überhaupt kein Unterlaufen des Materials. Nachdem wir die Reste des Abdeckmaterials der Fassadenbeschichtung entfernt haben, kann es schon an das Schützen der Fassade gehen, damit wir die Dachuntersicht lackieren können. Dafür benutze ich hier den TESA Folienmasker Easy Cover UV Präzision. Damit schützen wir die Holzfassade, damit wir die Dachuntersicht perles weiß spritzen können. Und nachdem diese beschichtet ist, ziehen wir den Folienmasker ab und haben genauso wie beim normalen Präzisionsgrip eine scharfe Farbkante. Dieses Projekt ist dann hiermit beendet und ich bin mit dem Ergebnis mega zufrieden. Was meint ihr? Schreibt es gerne in die Kommentare. Wie findet ihr es?